Vielen Dank, dass ich die Klimademo mit ein paar Worten auch einordnen darf. Was bedeutet es, für Klimaschutz einzustehen? Und zwar aus einer theologisch-ethischen Perspektive. Das ist die Grundfrage meiner einleitenden Überlegungen. Und ich werde das etwas ungewohnt vielleicht mit Hilfe der drei neutestamentlichen synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, zu beantworten versuchen. Der erste Gedanke: Für Klimaschutz einzustehen setzt voraus, in allen Menschen, ja in der gesamten Schöpfung, unsere Nächsten zu sehen. In den neutestamentlichen Evangelium wird die Frage, wer ist denn mein Nächster, insbesondere im Lukas-Evangelium dargelegt, exemplarisch in der bekannten Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter, der die Perikope vom Doppelgebot der Liebe voransteht. In dieser Erzählung wird deutlich, dass das Liebesgebot universal ausgeweitet werden soll und nicht nur auf Menschen in Not beschränkt ist. Deutlich macht Lukas das auch ihm für sein Evangelium programmatischen Abschnitt Lukas 4, die Verse 16 bis 30. Hier wendet sich Jesus helfend zwei Nichtjuden zu, der Witwe von Sarepta und dem Syrer Naaman. Damit wird das Heil nicht von den Juden weggenommen, sondern es handelt sich um eine Erweiterung des Adressatenkreises göttlicher Gnade und Zuwendung. Kein Mensch, ja nach älteren Schriften auch kein Lebewesen und in jüngster Zeit auch kein Grashalm ist von diesem universal ausgeweiteten Liebesgebot ausgeschlossen. Wenn Menschen in fernen Regionen aufgrund des Klimawandels Not und Armut leiden, wenn Tiere sterben, aussterben, der Wald stirbt, leidet auch ein Teil von uns mit. Schritte vom Reden über diese Situation zum Handeln in dieser Situation sind notwendig, wie sie zum Beispiel durch die Fridays for Future-Bewegung immer wieder neu angemahnt werden, deren Klimastreik heute gleich im Anschluss an unser Treffen digital stattfindet. Aber auch die Weltklimakonferenz von Paris oder die Sustainable Development Goals sind wichtige Schritte zum Handeln. Der zweite Gedanke: Für Klimaschutz einzustehen setzt voraus, dass der Gedanke der Klimagerechtigkeit zum Prinzip allen Handelns und somit auch kirchlichen Handelns wird, präzisiert als Verteilungsgerechtigkeit oder als Teilhabegerechtigkeit. In den neutestamentlichen Evangelien wird die Frage nach der besseren Gerechtigkeit insbesondere im Matthäus-Evangelium dargelegt, exemplarisch auch hier in der Perikope vom Doppelgebot der Liebe in Matthäus 22. Und die von Jesus geforderte bessere Gerechtigkeit wird in dem programmatischen Abschnitt Matthäus 5 entfaltet. Es geht um eine Gerechtigkeit, die am Liebesgebot orientiert ist. Nächstenliebe und Feindesliebe sind bei Matthäus unter dem Vorzeichen einer Vollkommenheitsforderung und damit im Horizont der besseren Gerechtigkeit sehr hohe Ideale, die umzusetzen nicht einfach sind. Und diese Möglichkeit der faktischen Überforderung steht bei Matthäus im Lichte der Vergebungsbitte des Vaterunsers und der Aussage, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal zu vergeben. Vergebung erlässt jedoch nicht das liebende Handeln. Klimagerechtigkeit kann unter den Bedingungen heute als Verteilungsgerechtigkeit oder Teilhabegerechtigkeit entfaltet werden. In beiden Fällen wird eine ökologisch ausgerichtete Wirtschaft dezidierte Schritte weg vom bisherigen Ausrichten an einer Ideologie des unbegrenzten Wachstums gehen müssen. Eine Ökonomie der Genügsamkeit müsste begleitet werden von einer Politik, deren Ziel die Steigerung eines alternativen Wohlfahrtsindikators wäre, wie er zum Beispiel im Nationalen Wohlfahrtsindex schon vorliegt, den maßgeblich der Umweltbeauftragte des Rates der EKD, Professor Hans Diebenbacher von der FEST in Heidelberg, erarbeitet hat. Ich komme zu meinem Grundgedanken. Die Ausweitung unserer Liebe auf alle Menschen dieser Erde, die besondere Parteinahme für die Ärmeren, sowie die Befähigung zu einer stärkeren Gerechtigkeit und zu einem solidarischen Teilen wird durch die Nähe der Gottesherrschaft ermöglicht. Insbesondere im Markus-Evangelium wird dieser Gedanke zentral entfaltet. Die Pointe der Perikope vom Doppelgebot der Liebe in Markus 12 liegt in der Aussage Jesu: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Eine Aussage, die schon von Markus 1 her als zentrales Thema der Verkündigung Jesu zu gelten hat. Die Gottesherrschaft ist nahe herbeigekommen. Der radikalen Zuwendung des schon jetzt eschatologisch handelnden Gottes zu Menschen soll eine radikale Zuwendung des Menschen zu Menschen
und zu Gott und über das Markus-Evangelium hinaus zur Mitwelt des Menschen entsprechen. Die Gottesherrschaft ist dabei keine ferne Utopie, sondern eine konkrete Vision, die im tagtäglichen Leben umgesetzt werden kann. Dies zeigt zum Beispiel Michael Kopatz mit seinem Ansatz der Ökoroutinen, indem er den achtsamen Umgang mit Ressourcen zur Regel und nicht zum Besonderen unseres Handelns werden lässt. Als geschaffene Mitschöpfer, so der amerikanische Theologe Philipp Häfner, sind wir in der Lage, die Entfremdung von den natürlichen Grundlagen unseres Daseins zu erkennen und zu überwinden, unserer Verantwortung bewusst zu werden und entsprechend zu handeln, uns gegen eine Schöpfungsvergessenheit zu stemmen und ein Gespür für das rechte Maß des Lebens wieder zu gewinnen, ein rechtes Maß des Lebens, das unser Menschsein neu verortet im Konzert der Natur, einer Natur, die wir theologisch aus ihrer Beziehung zu Gott heraus, dem Grund und Abgrund des Seins, wie Paul Tillich sagt, als Schöpfung betrachten. Klimafreundliches Handeln schafft Zukunft, so das Motto der digitalen Klimademo. Es geht darum, im Futur 2 denken zu lernen, was wir in 5 oder 10 Jahren auf der Basis einer Ethik des Genug werden getan haben müssen, damit nachfolgende Generationen in 20 oder 50 Jahren immer noch ein gutes Leben haben werden. Die Zeit drängt zunehmend mehr, auch in Zeiten von Corona. Das zeigen alle Berichte der zurückliegenden Jahre. Wenn wir wenigstens eine neue Klimastabilität erreichen möchten, die ein gutes Leben für alle ermöglicht. Ich schließe mit einem Zitat aus dem 2. Korintherbrief von Paulus. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der tötende Buchstabe steht dafür, an einer veralteten Agenda der Lebensführung bis hin zur Politikgestaltung festzuhalten, die nicht fähig ist, auf die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit wirklich zukunftsträchtige Antworten zu geben. Anders der Geist, der lebendig macht. Er symbolisiert das Sich-Öffnen für das bislang unverfügbar Scheinende. Einen Weg der Befreiung, einen Weg der internationalen Gerechtigkeit und Solidarität, einer globalen Friedens- und Nachhaltigkeitskultur. Und, ganz wichtig, den kleinen Pendants dieser großen Worte im täglichen Leben eines jeden und einer jeden von uns. Wir alle wissen, dass wir diese neuen Wege einschlagen sollten, aber es ist bekanntlich der Geist willig, aber das Fleisch schwach. Diese Selbstfesselung können wir überwinden, wenn wir uns als von Gottes Energie bewegte Menschen begreifen und die damit verbundenen Möglichkeiten gemeinsam ergreifen. Ich danke für Ihre und eure Aufmerksamkeit.